Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler, das Erbe der Könige. Wir haben in der letzten Folge die Mission Kadua beendet und fangen jetzt mit einer neuen an, die sich die Große Seuche nennt. Noch weitere Ländereien der Comtesse von Kadua sind in Not und Marie de Montfichet selbst hüllt sich dabei in Schweigen. Geheimnisvoll ist auch das mysteriöse Verschwinden der jungen Raubritterin Ari. Also ich kenne ja die Mission schon. Und nach der, so das ist jetzt noch eine Mission, die vielleicht nicht so ultra spannend ist. Ich kenne sie aber nicht mal ganz. Die ist mir nur noch so verwaschen im Kopf, weil ich die nicht so gemacht habe. Aber nach der geht's dann richtig los. Ari Ich war hoffe. nun schon seit Wochen verschwunden und es fiel den anderen schwer, ihre Spur aufzunehmen. Als sie eines der anderen Dörfer erreichten, erfuhren sie, dass Ari dort niemals angekommen war. Stattdessen ging es den Leuten hier viel schlechter, als allgemein angenommen ward. Eine Seuche hatte sich ausgebreitet. Die Helden beschlossen, dass dem Dorf am besten geholfen wäre, wenn ein Lager in einem gewissen Abstand vom Ursprungsdorf errichtet würde. Von Zeit zu Zeit könnten sie dann nach dem Rechten sehen und vielleicht neue Kunde über Aris Verschwinden bekommen. Oh, holla! Seit wann wohnt hier denn jemand? Als ich das letzte Mal hier war, war da hinten ein schöner, ruhiger Strand, wo man prima baden konnte. Und da oben in dem Dorf, da war es früher auch mal ganz hübsch, mit Blick aufs Meer. Aber jetzt ist eine Seuche ausgebrochen. Das Wasser ist faul und stinkt und die Leute sterben weg oder sind schon abgehauen. Das Ganze hat angefangen, als diese vornehm gekleidete Dame die Burg oberhalb des Wasserfalls bezogen hat. Nicht, dass ich da jemanden stellen will, aber seltsam bist du schon. Und sympathisch ist mir die Gute auch nicht. Die hat einen Blick, da gefriert euch das Blut in den Adern, sage ich. Eine vornehme Dame, sagst du, mit furchterregendem Blick? Haben wir nicht schon als Kinder so manchem strengen Blick standgehalten, du und ich, Dario? Nun, Freunde, mir scheint, wir müssen auch diese Burg und diese Dame mal näher unter die Lupe nehmen. Ich habe da so einen Verdacht. Und vielleicht erfahren wir dort auch, wo Ari und Pilgrim abgeblieben sind. Gut, die Missionsziele sind: findet und beseitigt die Ursache der Seuche. Ich habe jetzt am Anfang gedacht, dass wir einfach nur Wie hier sind immer. wegen. Wir haben schon Ist voll das viele nicht Sachen. wundervoll Dass wir einfach hier? nur hier sind, weil wir Ding machen wollen. Wie ihr Weil wir wollt. die Aare finden. Ja, Pilgrim anscheinend sicher. schon. Und diese gekleidete Dame. Vielleicht ist es ja diese Marie de Montfichet. Geil. Wir stehen einfach mal. Truppen der Burg. Verfeindet. Merino sind schätze ich mal die da. Verseuchtes Dorf. Ne, das ist das verseuchtes Dorf, verbindet. In Merino sind dann. Was ist Merino? Keine Ahnung. Aber was ist das hier unten? Ah, hier sind nochmal welche. Okay, hier habe ich drei. Und was passiert überall? Jo. Drei so von den Spaken da. Ja, Einer will das ja. ab und da. Die wollen ja Na. vier haben. Ich habe sogar schon eine Kaserne. Was geht ab? Oh, Schön volles ein krasse Zeugs schöner Ort, anscheinend. um tätig zu sein. Ja, nicht mal das da. Laufe ich mal mit dem Erike nach unten. Jawohl. Und mit Salim hierhin. Hi, Mohammed. Mit dem rede ich aber nochmal mit dem. Ich habe von einem merkwürdigen Zwerg gehört, der sich im Osten aufhält. In einer kleinen Stadt mit dem wohlklingenden Namen Verino. Gegen einen kleinen Tribut zeige ich euch gern den Weg. Okay, jetzt wissen wir auch, was Verino ist. Steuern Für 100 Taler. bezahlt.
Führt euch doch mal zu Pilgrim. Cool. Das wäre eigentlich ganz geschickt. Dann könnte ich nämlich hier die Minen aufnehmen. Sofort. Und immer mal so lang an hier. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Perfekt. Dann forsch jetzt bitte so. Wir müssen hier halt echt alles abpacken. Machen wir das auch mal. So, jetzt haben wir jetzt anscheinend den Weg. Ah, hier geht's runter. Ich hab nämlich jetzt gedacht, dass es hier runter geht. Ah, okay, da geht's auch runter. Es geht auch an zwei Stellen runter. Wie ihr wollt. Hier ist ganz viel Eisen. Boah, ich blick einfach hier gar nichts mehr, weil ich die Mission schon so lange nicht mehr gespielt habe. Mit Freuden sieht. Ich lass mich hier wieder durchhoffen, wo ich was hinbaue. Und so, das ist immer so der Anfang da. Bei Mohammed, es sei. Feinde? Ja. Wie ihr wollt. Feinde, so gut Feinde, ich Feinde. Gut. Ja. Dann stehen da anscheinend Feinde, okay. Ja, ja, mein Lord. Ja. Sehr wohl. Und da hoch? Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Was ist das hier alles? Hier gar nichts mehr. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Sehr wohl. Was ist das bitte schön für eine? Sehr wohl. Ist da denn wie irgendwas? Wollt. Lol. Gut. Yo. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, natürlich. Sofort. Yo. Sehr wohl. Sehr wohl. Ja. Was blinkt er denn so krass? In Ordnung. Da reiten die hier hoch. Es ist Zeit. Da war doch gerade eben diese komischen Reiter. In Ordnung. Freunde, gut euch zu sehen. Ihr glaubt ja nicht, was geschehen ist. Als Ari und ich hierher kamen, um uns ein Bild über die Not der Menschen zu machen, gerieten wir plötzlich in einen Hinterhalt und wurden von einer Bande Soldaten entführt. Die haben uns zu einer alten Burg auf der anderen Seite des Flusses gebracht und dort in einen Kerker geworfen. Nach einem Verhör konnte ich fliehen, aber Ari musste ich schweren Herzens zurücklassen. Durch unzählige Schluchten bin ich geirrt und durch den Fluss geschwommen. Schließlich kam ich hier nach Verino, wo mich die Leute vor den Soldaten versteckt hielten. Nun, da auch ihr hier seid, sollten wir gemeinsam zur Burg hoch und denen mal ordentlich den Marsch blasen. Ich wüsste doch zu gerne, wer hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Wir sollten schnellstens Ari da rausholen. Die Arme wird doch bestimmt noch festgehalten. Alter. Gut. Oh mein Gott, hier gibt es so viele Leute, die mit mir reden wollen. Ja, gut. Ich muss erstmal mit Sali, mit dem hier reden. Ah, hier hat man so eine schöne Aussicht auf die Insel mit dem kleinen Dorf drauf. Was meint ihr? Soll ich da runterspringen oder nicht? Ich trau mich irgendwie nicht. Aber ein Freund von mir aus Acapulco macht das wohl öfters. Ja. Ach nein. Ich gehe besser zu Fuß runter. Zum Strand. Ist mir auch lieber. Ja, wahrscheinlich. Spring da einfach runter. So sei es. Mit bei dem jetzt gerade. Ja, natürlich. Der verteidigt hier. Da war doch irgendwas. Stell dich jetzt mal dahin. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Sehr wohl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, sieht. Da, auf dahin. Wie ihr wollt. Dem darf ich das erkunden. Jawohl, Herr. Sofort. Da war doch irgendwas. Ja, natürlich. Hier stehen. Sehr wohl. Sehr wohl. Pilgrim rede ich jetzt mal mit dem hier. Ah? Dem Alchemisten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich kürzlich beobachtet habe. Da haben doch wirklich ein paar Seeräume ihre Schätze hier in der Erde verbuddelt und dann mit mächtigen Felsen zugedeckt. Und dann sind die Burschen nach Norden in die Berge verschwunden. Ich habe ja versucht, die Steine auf die Seite zu rollen, aber mir fehlte die Kraft dazu. Naja, vielleicht wollt ihr ja euer Glück versuchen. Wobei, so stark sieht ihr auch wiederum nicht aus. Danke sehr, ich glaube, wir sind... Ja? Betrachtet die Sache was? Als erledigt. Ja, Milord. Jawohl. Was? Alter, mit diesem vorsichtig feindliche Truppen sind im Anmarsch, Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Dieses
Folge beenden. Wenn ihr meint. Bis zum nächsten Mal. Ciao.